Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und wie ihr sehen könnt hier mit einer Limited Edition von The Walking Dead, die fünfte Staffel mit dem Asphalt Walker oder so ähnlich. Und hier seht ihr jetzt nur diesen Karton und ich habe es mir jetzt einfach geholt bei Mediamarkt, es ging nicht mehr anders. Ich wollte diese limitierte Edition unbedingt haben und es schaut ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hier könnt ihr das sehen. In dieser Edition. Hier machen wir mal die ganzen Infos. 16 Episoden. Mein Gott, immer dieser Zungenbrecher. 16 Episoden plus fast 4 Stunden Bonus. Also plus fast 4 Stunden Bonus. Mein Gott, warum. Ich bin heute ein bisschen komisch drauf. Naja, egal, ne? Auf jeden Fall schaut das Ganze gut aus. Und da seht ihr den schon. Diese Zombie-Figur, den Asphalt Walker oder so ähnlich. Und ja. Packen wir einfach mal das gute Stück hier aus. Und da sehen wir schon, oben ist schon das Digipack drin. Das will ich euch jetzt einfach mal dann schon mal zeigen. Und ja, dann haben wir mal hier dieses Digipack, ist sogar noch original verpackt. Zwar ist das FSK-Logo vorne drauf, aber da es dann in diesem Asphalt-Walker dann drin ist, macht es mir eigentlich nichts aus. Und machen wir das gute Stück mal auf. Ich finde immer cool, diese Digipacks. Gefällt mir immer diese Editionen. Finde ich geil. Jetzt sieht das von hinten aus. Von vorne, von der Seite. Und dann packen wir mal das gute Stück aus. Und dann haben wir hier so ein schönes... Oh, da kommt schon ein Disc entgegen. Ein schönes Digipack. Ich bin schon richtig gespannt hier auf Walking Dead, fünfte Staffel hier, ne? Machen wir mal die ganzen Discs hier raus. Da könnt ihr die einmal sehen. Dann ist hier Disc Nummer 2. Disc 3. Komm raus. Disc 4, natürlich. Disc 5. Und Disc 6. Sogar FSK 12 sehe ich gerade. What the fuck? Okay, ist wahrscheinlich der Bonus. Ja, genau. Exklusive Bonus-Futures. Und dann haben wir hier auch coole Motive, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Und das Ganze von hinten sieht dann so aus. Ist auch richtig cool gemacht. Dann machen wir mal die ganzen Disc hier wieder rein. Zack. Genau, lieber zuerst. Dann kam 4. 3. Hoppala. 2 und 1. Ja. Das gefällt mir ja hier wieder, ne? Walking Dead. Und dann schauen wir mal hoppala, hier rein. Da haben wir dann hier so Styropor-Zeugs, wenn wir mal hier so umkippen. Na, wollte der Karton weggehen? Dann machen wir mal hier das gute Stück. Ach, das ist so mit so Tesser. Mal schauen, ob ich das hier irgendwie abkriege irgendwo. Da ist, glaube ich, gerade. Ja. Bei dem links gerade. So. Da holen wir mal das gute Stück. Da ist er ja schon. Ist diesmal nicht gerade groß geworden, die Figur. Aber mir gefällt die trotzdem sehr, 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 sehr gut. Und deswegen, hier riecht man schon den ganzen Plastikschrott und... Oh, Alter, ist die geil. Hammer. Könnt ihr das sehen, ey? Sieht richtig, richtig cool aus. Hier sieht es ein bisschen so leicht glänzen durch das Licht hier, durch die Kamera. Aber wenn ich mir das hier so... Oh, das sieht richtig cool aus. Wahnsinn. Sau cool. So, ich jetzt mal so, zeige ich mal so von oben. Alter, das sieht richtig cool aus. Richtig absolut genial, also das gefällt mir. Also, von Walking Dead, die Editionen, finde ich immer der Burner, ich weiß nicht, die gefallen mir richtig gut. Oh, hier hinten sieht man sogar, da ist schon der Schädel ein bisschen offen. Warte mal, kann ich es euch zeigen? Schon ein bisschen der Schädel offen, und da sieht man das Gehirn. Also, in Natur sieht es noch ein bisschen besser aus, jetzt durch das Licht. Glänzt es hier so stark. Hier hat man dann noch einen anderen Kopf liegen. Schaut auch richtig, richtig cool aus. Also gefällt mir da mal hier so eine Dose, ein bisschen Moos oder Grashalme, egal. Also schaut richtig absolut genial aus. Also gefällt mir richtig gut. Walking Dead. Und natürlich ist das hier so eine Schublade. Und da kann man dann schwuppdiwupp Staffel 5 rein. Und schon zack. Ist Staffel 5 drin. Ja, Walking Dead Staffel 5. Ist mal da unten hier was? Da unten haben wir eigentlich nichts.
Staffel 5 in dieser Asphalt Walker Edition. Gefällt mir richtig gut. Also es ist ja echt Bombe, das Teil. Wahnsinn. Ist zwar nicht diesmal so riesig wie die ganzen anderen Dinger, wie hier der Head oder der Art Fischtank oder auch diese Tree Walker. Aber es gefällt mir richtig gut. Das ist wahnsinnig geil. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Dann war es aber auch schon wieder von mir mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, zum Kauf angeregt. Ich werde mal vorsichtshalber mal erklären, es könnte bestimmt billiger werden jetzt dann beim Mediamarkt. Im Laufe des neuen Jahres, hier sind auch die ganzen Gedärme und so, boah, einfach nur genial. Wahrscheinlich günstiger werden beim Mediamarkt, denke ich mal. Kann ich mir vorstellen. Und ja, ich finde es geil, ich finde es richtig gut, diese Edition. Gefällt mir immer wieder. Und ich freue mich dann schon. Jetzt ist schon Samstag früh, also nachts eher gesagt, also früh, das heißt früh ist von Freitag auf Samstag, drehe ich gerade das Video, deswegen bin ich auch mal aufgeregt, weil ich habe das Paket ziemlich früh, also in der Früh bekommen, hier mit FSK 18 und blablablub, und ich so, oh, Walking Dead, oh, aber ich kann, ja, drehen mache ich später, weil dann musste ich dann auch schon zur Arbeit und jetzt bin ich wieder daheim und dann, jetzt drehe ich das und da war ich ein bisschen aufgeregt, mein Gott, weil ich finde diese Edition richtig cool und bombastisch geil. Ja, werde ich es mir so ins Regal stellen? Ich glaube schon, ich kann das. Ich glaube, diese Staffel, den Karton, den werde ich woanders hin verstauen. Und dieses Mal kann ich das auch wieder hinstellen. Der Head und, okay, dieses Aquariumteil da ist auch schon stehend, aber der Treewalker, der hat so ein schönes Sichtfenster, den habe ich da so drin gelassen. Und den werde ich wahrscheinlich auf den Treewalker oben drauf stellen. Ist schon wieder ein geiler Blickfang. Kommt dann zu meiner Walking Dead Reihe hin. Ja, also, das war's jetzt dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Walking Dead geht immer. Ist eine geile Serie. Wer nicht so sehr mit Zombies mag, es geht zwar wirklich auch um Zombies, ist ja eine Endzeit-Story, also was heißt Endzeit, so halt apokalyptische Endzeit-Story, finde ich. Und es geht ja nicht nur um die ganzen Zombies, es geht ja wirklich auch um die ganzen Gruppen, die dann auch gegeneinander praktisch gesehen sich bekriegen wegen den Ressourcen und wegen allen Drum und Dran. Ja. Das war es jetzt eigentlich von mir. Ich hoffe mal, jetzt sage ich nicht schon wieder noch. Ich sage jetzt Ende und Tschüss. Jetzt gehe ich auch wirklich, ne? Also dann, macht's gut. Ciao. Bye, bye.